Also, der Herr Valentin, den ich gestern angesprochen hatte, ist hier auch Opfer geworden, aber schon als fast Erwachsener, also Bursche. Schön krasses Buch und so weiter. Und seitdem das ganze Leben 4 Jahrzehnte hier verbracht in diesem schönen Gemäuer. Oben haben wir zwei, ich habe ein Zimmer mit gehabt, kurz, und er. Und ein Freund war ein Krankenpfleger hier, langjährig von mir. Und da durfte ich im Keller das Klavier, das Piano benutzen, das wir damals hatten, wenn ich nicht im Deko war. Und der Valentin, den ich da angesprochen habe, hat damals so kleine Bäumchen gesetzt, und das sind sie, von denen ich gesprochen habe. Diese schönen, dicken Stämme, die hat er noch angepflanzt, und auch hinten die. Und da ist mir jetzt eine Anekdote noch aufgefallen. Psychosozialer Dienst war oben gerade mit Gesangsunterricht. Ah, schön, das war schön jetzt. Und da ist mir eine Anekdote eingefallen. Ein Mann ist mitten auf dem Hauptplatz in Quittelfeld einmal angesprochen worden, ob er nicht freiwillig mitgeht. Er sollte ein paar Tage den Rausch ausschlafen, er sei betrunken, in die Sigmund Freud. Und dann dachte er, ja, ich leiste keine Widerstand, ich wäre einfach ganz brav mit und rede nur brav und besonnen. Wie ein Mann, der 4 Bier getrunken hat, oder 6, hat er gesagt, hat er genossen gehabt. Er war total friedlich. Er hat schon so lange in der Wohnung gesessen, in einer kleinen, und konnte niemals sich was leisten, dachte er, zum Urlaub fahren. Da war es ihm direkt angenehm, mit der Rettung einmal nach Graz fahren zu dürfen. Und dann hat er so geschwärmt, da war die manuelle Medizin, das heißt das Therapieren in Form von Körpermassagen und so weiter. Das hat ihm so wohl getan. Da habe ich gefragt, ja, wie lange hat denn das gedauert? Ja, gar nicht lange, eine Stunde. Er hat gesagt, seitdem hat er diese Schmerzen nicht mehr, die er 3 Jahrzehnte gehabt hat. Also da sage ich, ja, wenn sie dich gegen deinen Willen ein paar Tage oder einen Tag, glaube ich, weiß nur, diese Reise, also diese Aufdrängen, dann hat es doch einen Sinn gehabt. Dann sagt er, ja, weil es so kurz war. Ich hatte einen Indianerfeder mit, der hat mich beschützt, und ein Gebet, Vater Unser, sagte ich in der Rettung noch, da ging ich rein und wurde von dieser Psychiaterin angesprochen, und sie hat mir die manuelle Medizin verschrieben und gesagt, ja, lass sie wieder gehen. Das war schön. Also der schwärmt heute noch. Jedes Mal, er heißt Antonius, und jedes Mal, wenn ich zu ihm auf Besuch komme, da schwärmt er von der manuellen Medizin. Sagt er, das ist wirklich gut. Also wenn du 1 Stunde geheilt bist und eine super Reise dazu kriegst, die du sonst nicht leisten kannst, nach Graz und zurück, verstehst frei. Also die Liebe, der Mann, der spürt schon, was er braucht. Also wenn was gut ist, manuelle Medizin oder Gesang, und wirklich das ist ja super, gell? Also die Naturheilkunde auch im Vordergrund zu stellen. Da geht's wieder. Mit Brondezza. Der Mann und der Naturschutz heißt auch Life and Nature. Das heißt aber, die EU-Förderungsprogramme auch unterstützen. Das heißt auch, die Landesregierung unterstützen, wenn sie Gutes tut. Verstehst du?